Willkommen zurück zu Destiny Beta Folge 5 mittlerweile schon. Wir werden mal ein wenig etwas dekodieren lassen. Erkennt man an den Adlern. Waffe oder Schuhe? Waffe oder Schuhe? Soll ich noch mehr? Ah, wir können beides dekodieren lassen, okay. So, und somit können wir dann auch direkt mal schauen, ob wir was verbessern können. Upgrade des Handschuhs. Was haben wir hier? Erhöht das Nachladetempo vom Automatikgewehren. Natürlich. Was haben wir da? 22. Das haben wir. 34, 29. Das ist alles soweit gut. Wir hatten aber neue Schuhe, ne? 19. 19 ist aber hier. Details, da können wir nochmal Details ansehen. Licht erhöht dein Level und den Schaden, den deine Fähigkeiten gegen Feinde verursachen können. Was können wir denn hier nochmal gucken bei Fähigkeiten, bei denen wir anhaben? Achso, die haben wir gerade an. Achso. Ja, dann. Da haben wir ein Gewehr. Ach, Scharfschützengewehr, das brauche ich aber nicht. Also, das ist zerlegen, kann man es auch. Vielleicht kann man es auch irgendwann mal verkaufen. Mit anderen, gegen anderen Spielern so ein bisschen Handel treiben. Vielleicht geht das ja in der Vollversion. Man weiß es ja nicht. Wir sind die Ersten, die es knacken. Lass das knacken, Jungs. So. Ich heiße Lars und komme vom Mars. Bei uns ist alles andersrum. So, Erde. Ja, jetzt mal gucken, das war natürlich eine andere Mission. Also, die letzte Anlage. Kriegsgeist hatten wir doch, glaube ich, schon. Widerstellung. Hatten wir das nicht alles schon? Die Höhle der Teufel. Normal. Da waren wir definitiv noch nicht gewesen. Und dann gehen wir jetzt in die Höhle des Teufels. Auswertung von Hütern. Moment. Starten. Eins und los. Achso, das muss man anscheinend, muss man das wahrscheinlich zu dritt machen. Deswegen steht hier oben Ladebildschirm. Laden, laden, laden. So. Und da geht's jetzt los. Wenn wir sie nicht aufhalten, werden die Gefallenen weiter an unserem Stadtwall scharren. Yeah. Yes. Unter den Ruinen des Kosmodroms, im Schatten eines alten Kolonieschiffs, liegt die Höhle des Hauses der Teufel. Und der hohe Servitor, der ihnen Kraft verleiht. Wir müssen diesen Maschinengott zerstören und ihre Seelen in die Hölle schicken. Dann wollen wir ihre Seelen mal in die Höhle schicken. Und das in einer weiteren Folge. Nein, natürlich nicht. So, los geht's. So, Raketenbasis. Hier scheint ja eine Menge los zu sein gerade. Oh, der ist Level 9. Da können wir noch gar nicht... Wow, da können wir noch nichts ausrichten. Wo müssen wir denn... Da hinten müssen wir hin. Da gehen wir mal ganz schnell vorbei. Das scheint eine andere Truppe zu sein, die ein bisschen intensiver kämpft. Gegen schwerere Gegner, die wir noch nicht die wir noch nicht besiegen können. Alter, was ist hier los? Mordsmäßige Schlacht jetzt gerade hier. So, wir müssen da oben hin. Ja. Puh. Ich glaube, die Passage kennen wir auch von der Alpha. Die ich persönlich nie gespielt habe. Mein Gott. Nahkampfangriff bewirkt fast gar nichts, so wie es ausschaut. Wow, wow, wow.
Das war meiner. Klaut er mir den einfach. Wir haben jetzt auf jeden Fall... Wie können wir denn die dritte Waffe auswählen? Hallo? Ach so, gedrückt halten. Ah, alles klar. Ja, Wiederbelebung schaffe ich da hinten nicht. Wo müssen wir hin? Da. Drehmetallplatten sammeln? Wo sind die denn? Ah, hier. Sammeln wir mal die Drehmetallplatten auf. Haben wir ja, ich glaube, Folge 1 war es gewesen. Da habe ich mal gesagt, dass ich die in der Let's Play Live Show auch schon mal gesammelt hatte. Dann wollen wir mal gleich mal das Gewehr ausprobieren, das MG. Und ich werde nochmal eben ins Menü stiefeln. Wir sind nämlich... Wir haben, glaube ich, ein Upgrade vorhin, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau. Arcane Weisheit. Training, das auf die Erholung nach Schlachten und auf Tempo fokussiert ist. Nehmen wir mal. Erholung ist auf jeden Fall besser, Agilität auch. Rüstung ist ein bisschen wenig. Sollten wir vielleicht demnächst mal irgendwie gucken, dass wir die Rüstung verbessern. 34. Ja, müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht demnächst mal irgendwie bessere Rüstung bekommen. Super bereit. Wir sind super bereit. Du bist super geil. Super geil. So, das Gewehr oder das MG sieht schon sehr, sehr stark danach aus, ob das richtig reinhaut. Hoffentlich kommen wir nicht ins Kreuzfeuer. Hoffentlich kommen wir nicht ins Kreuzfeuer. Ah, da kämpfen sich wieder welche. Lassen wir die mal so ein bisschen kämpfen. Ach, wir schießen einfach. Wir ballern einfach mit. Schauen mal, was passiert. Wir müssen ja hier auch ein bisschen weiterkommen. Boah, mein Aiming. Mein Aiming verlässt mich gerade schon wieder. Hallo? Ich probiere mal das MG aus. Ich will es einfach nur mal testen, wie es ist. Boah! Boah! Ist das geil! Boah, ist das geil! Ach, das ist wieder der Typ mit dem Schutzschild. Ja, das MG ist sehr, sehr schön. Oh. Streut aber auch sehr gut. Tja, das hat sich soeben mal mit ihm erledigt. Achso, meine Kollegen sind auch hier. Schönen guten Tag, willkommen zum Let's Play. Ein bisschen Munition sammeln. Das kann ja nie verkehrt sein. So. Ja, aber die Waffe wieder. Mir gefällt der Warlock richtig gut, muss ich sagen. Also, richtige Entscheidung, richtige Wahl für mich getroffen. Sniper-Klasse ist gar nicht meins. Ich weiß noch nicht, wie der Stummsoldat, nenne ich ihn mal, der, ich glaube, der Titan ist es, wie der Titan ist. Und wo müssen wir hin? Ach da. Nächstes haben wir einfach mal voll rein da in die Menge. Irgendwas wird schon passieren. Wow, ich sollte vielleicht mal in Deckung gehen. Oh. Ja, ist schon, muss schon ganz schön aufpassen.
Ach, da ist ein Sniper da oben, deswegen. Ach, der lädt sich damit wieder auf mit seinem Schutzschild. Ah, okay. Alles klärchen. Das war knapp. Das war ganz schön. Uah. Das war ganz schön knapp. Paul, der Ausgang ist versperrt. Ja. Ziemlich komplett. Das wird dauern. Das wird dauern. Das heißt, Gegnerwelle für uns wieder. Eine Menge Gegner, die jetzt wieder kommen werden. Menge. Ich schaff's. Ich sollte vielleicht aufpassen, was ich tue. Ich bin ganz schön wieder angeknackst, angeratzt. Wenn man das MG wählen. Ah, das MG ist schon irgendwie, hat schon einen gewissen Flair. Wir wollen auch uns mal ein bisschen auf Munitionssuche begeben, weil sonst fehlt uns da gleich was. Ja, das sieht nicht gut aus für uns gerade. Oh, oh. Sollten vielleicht auch zusammenbleiben. Sollte da nicht so rum. Werden schlauer. Das ganze System scheint verbunden mit. Natürlich werden die schlauer, das sind ja auch nicht. Beeil dich mal ein bisschen schneller. Scheiße, das schaffen wir nicht. Scheiße. Nein! So ein Mist, dahinter stand einer. Nein, jetzt müssen wir natürlich darauf hoffen, dass von unseren Teamkollegen jemand uns rettet oder wiederbelebt. Super. Ich hoffe, er macht's. Bloß weg hier. Boah! Oh nein! Oh, das ist verdammt schwierig jetzt hier. Muss man richtig arbeiten. Alle tot. Ja, da sind wir alle gestorben. Und somit heißt es, auf ein neues. Ich würde sagen, wir müssen doch ganz schön klüger spielen, was das angeht. Ein bisschen. Ich glaube, ich werde mal mich so ein bisschen zurückhalten. Ziemlich komplex. Das wird dauern. Ja, das wird dauern. Die Sniper müsste erstmal da oben als erstes weg. Damit die erstmal da. Was wieder? Ah nein! Ah nein, da lag einer. Da sind wir schon wieder gestorben. Da sind wir schon wieder alle gestorben. Das heißt für uns, wir müssen das Ganze nochmal machen. Ist ja kein Ding.
So. Hallo? Ich will den Geist verwenden. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Ich werde direkt mich zu den Snipern bewegen da oben. Ziemlich komplett. Das wird dauern. Bam! Und tot. Das war mein Fehler, so reinzulatschen. Naja. Wenn die anderen jetzt überleben, brauchen sie mich eigentlich nicht wiederbeleben. Wenn sie überleben. 6 Sekunden, halt 6 Sekunden noch durch. Wieder ein Stieg. Sehr schön. Da schießt einer auf uns. Ah, hallo Jungs, hier vorne sind welche. Nur mal so als Info. Ah, ich glaube, das MG braucht man schon. Die Gegner jetzt hier. So. Fallenden werden schlauer. Das ganze System scheint verbunden mit... Ich beeile mich. Ja, beeil dich. Es könnte ganz schön brenzlig jetzt werden hier. Ich sollte vielleicht mal in Deckung bleiben. Ich hab's schon wieder fast. Ah, ich habe keine Muni mehr. Ah, nein! Oh nein! Nein, ich habe gar nicht drauf geachtet, dass meine Kollegen tot sind. Nein! Sorry, Jungs. Ah, das müssen wir doch mal schaffen. Das ist aber auch verdammt schwer. Das ist doch verdammt schwer. Hallo, Geist einsetzen. Ich werde mir mal eine andere Position suchen. Ich glaube, hier ist ganz okay. Ziemlich komplett. Das wird dauern. Nachladen. Scheiße. Da oben ist der Sniper. Das ist eigentlich so der übelste, den man... Weil, wenn der einmal trifft, dann trifft er richtig. Und das tut's... Dann tut's richtig weh. Vielleicht mal wiederbeleben hier, die Kollegen. Boah. Ah. Ja, ich muss ein bisschen mich... Boah, fuck. Fuck, 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 fuck. Wow, wow.
ist ganz schön knifflig jetzt das Ganze. Also wenn man jetzt nicht aufpasst. Das ganze System scheint verbunden mit. Ich beeile mich. So, und wenn wir jetzt nicht aufpassen, verlieren wir das Ganze wieder und müssen wieder von vorne anfangen. Boah, was ist das denn? Was ist denn der Gegner? Schwertern, ja, die haben wir, glaube ich, so gut wie im Griff gerade. Aber da ist wieder ein Sniper irgendwo am Stehen. Sache, wenn der trifft, trifft er richtig. Wow, 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 nein, 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 nein. Das sieht, glaube ich, besser aus, diese Runde. Definitiv. Oh ja. Die Runde sieht gut aus. Aber nur zur Sicherheit. Die Gefallenen und die Schar sind unterwegs. Super bereit. Boah, ich sollte vielleicht mal ganz schnell hier verschwinden. Mich mal hier in die Ecke verkrümeln. Wow. Huh, huh. Jetzt wird's aber echt böse. Oh, und da kommt auch noch eine Hexe. Ah, scheiße. Fuck, die stand direkt neben mir. Shit, oh, bitte jetzt nicht sterben. Bitte jetzt nicht sterben, Jungs. Ich habe noch 20 Sekunden bis zum Wiedereinstieg. Die Hexe ist neben mir übrigens. Ja, die Hexe ist schon mal weg. Damit werde ich wiederbelebt. Dankeschön, Jungs. Vielen, vielen Dank. Ich habe euch ja auch damals wiederbelebt. Das gibt's doch nicht. So, jetzt werdet ihr sterben. So. Ah, da oben ist wieder der Sniper. So ein Mist aber auch. Wir müssen höllisch aufpassen. Wow, 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 wow. Kundschaft, Kundschaft von der Seite. Kundschaft von der Seite und aufpassen auf den Scharfschützen. So, super bereit, haben wir erledigt. Oh, ich sollte vielleicht weg hier. Da spawnen die nämlich gerade alle. Ja, 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 ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
Oh, oh nein! Das sieht ganz böse aus. Oh, und ich habe keine Munition mehr für irgendeine andere spezielle Waffe. Boah. Oh, Gott sei Dank. Sperre geöffnet. Wir können. Boah, bloß weg hier. Erstmal in Sicherheit wiegen. Puh. Aber ich lasse meine Jungs ja nicht alleine hier und nicht im Stich. Na? Ah, das soll es aber erstmal gewesen sein. Ja. Mein Gott, was ein dramatischer Kampf. Wahnsinn, wir müssen uns erstmal fangen. Erstmal. Ich bin total aus dem Ruder. Wir müssen uns erstmal alle fangen und sammeln. Und ja, wie es hier weitergeht, würde ich sagen, seht ihr in einer weiteren... Was ist das hier? Ah, sehr schön. So, und ja, wie wir jetzt weitergehen mit unserem Trüppchen, seht ihr in einer weiteren Folge. Ja, Let's Play Destiny Beta. Macht's gut.